So, liebe Leute, liebe Damen und Herren, das Thema ist die Ehe. Ja, ich habe Bock darüber zu sprechen, deswegen kotze ich mich mal aus. Man lernt sich kennen, man verbringt eine gewisse Zeit zusammen. Und dann möchte man in die Ehe gehen. Ja, also was ich dazu sagen kann ist, man sollte schon ein paar Jahre verstreichen lassen und mal ein paar Höhen und am besten mehr Tiefen zusammen erlebt haben, ja, um den Bund der Ehe einzugehen, ja. Für mich, meine Meinung ist, man heiratet nur einmal im Leben, sowieso vor Gott, ne. Man kann nicht mehrmals in der Kirche heiraten, weil für mich ist Scheidung eine Todsünde. Auch wenn ich selbst jetzt mittlerweile geschieden bin, für mich gehört sich das nicht, naja. Das liegt aber nicht an mir, die ganze Sache, dass ich geschieden bin. Dazu komme ich später. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist, dass man mit seiner Partnerin offen und ehrlich über alles redet. Ich gebe mal ein dummes Beispiel, ja. Es gibt Männer, die verheimlichen ihrer Frau finanzielle Stände, ja. Oder sexuelle Fantasien. Schau mal. Die Ehe ist vorprädestiniert, wenn du als Mann nicht mit deiner Frau, ich mache mal einen Anführungsstrichen Mann, ja, ich bin ein Mann, ich weiß nicht, was ihr seid, ist mir auch mehr oder weniger egal, aber wenn du als Mann nicht deiner Frau oder nicht mit deiner Frau den Sex haben kannst, den du brauchst, so, was ist das Ende vom Lied? Dass du definitiv voll oft fremd gehst, ja? Ich meine, ich bin sowieso nur voll fremdgegangen. Ich habe auch viel zu viel Liebe in mir, als nur mit einer einzigen Frau zusammen zu sein, ne? So, so viel zum Thema mir. Ja? Aber man sollte mit seiner Partnerin, mit der man plant, in guten und in schlechten Zeiten, für immer bis zum letzten Abend zusammen zu sein, keine Geheimnisse haben, Alter. Ne? Ich kenne Idioten, zum Beispiel wie den André aus Gutsbach, ja, der ist nur mit der Perle zusammen, weil er sie finanziell, der wird sogar seinen Arsch verkaufen müssen. Ne? Schande. Und die ist noch so eine, die nutzt das noch gnadenlos aus. Naja, schönen Gruß. Mua, ich liebe dich. Ich wollte dich schon lange haben. Vielleicht kommst du ja hierher. Die Wahrheit ist immer das Schönste von allem. Weil die Wahrheit ist rein, die Wahrheit ist sauber, vielleicht schmeckt sie manchmal nicht oder vielleicht ist sie ekelhaft widerlich. Aber da weiß man ganz genau, an was man ist, dann was man ist. Das ist für jede Beziehung, egal. Eine Beziehung, alles ist eine Beziehung. Eine Geschäftsbeziehung, eine Ehe, eine Partnerschaft, Freundschaft. Kommunikation ist das A und das O zum Erfolg der Beziehung. So. Und wer da denkt, die ganze Zeit da rumspazieren zu gehen, und irgendwas dem anderen vorzulügen, der ist sowieso ganz weit fern von dem Objekt, ja? Von dem, hoppala, von dem, was zählt. Ihr denkt doch nicht im Ernst, dass wenn ihr jemanden anlügt, euer Gegenüber, dass ihr die Person anlügt, ihr lügt euch selber an. Weil ihr seid alle so verballert, dass ihr noch irgendwann an eure verfickten Lügen glaubt. Und dann lebt ihr diesen Film. Und dann irgendwann bröckelt das Kartenhaus. Und dann versucht ihr Idioten noch im wahrsten Sinne des Wortes noch eine Lüge da drauf zu packen, um die wieder glaubhaft zu machen. Alter, hört doch auf. Hört doch auf zu lügen, Leute. Schau mal. Eine Frau, ja, für mich ist das ein klassisches Bild. Die muss kochen können. Die muss putzen können. Die muss Wäsche machen können. Die muss bügeln können. Die muss wischen können. Die muss verfickt nochmal die Beine breit machen, wenn der Mann das braucht. Was die Frau heutzutage nicht versteht, ist, oh, ich habe keinen Bock und dann diese Ausreden und das und das. Willst du, dass ich dich schnell 5 Minuten ficke und der Druck von mir entfällt und ich ein glücklicher Mann bin und auch wieder Lust habe, abends nach Hause zu kommen? Oder soll ich lieber in FKK gehen und da mal 5 Tage wohnen und dann zu dir kommen und trotzdem über dich rüberrutschen? So viel mehr macht als wir. Die kann mit ihrem Stück Fleisch da zwischen den Beinen, ja, oder mit einem Blowjob, kann die eines Mannes Welt verändern, ja. Aber das verstehen die nicht.
Ne? Und da kommen die mit dummen Ausreden, ich hab Migräne, ich hab meine Tage alle, halt deine Fresse, Mann. Eine Frau sollte einem Mann keine falschen Versprechungen machen. Weil das wurde mir gegeben, ja? Mir wurden falsche Versprechungen gegeben. Deswegen bin ich jetzt geschieden, ne? Elisa Göpp, ich liebe dich immer noch. Wahrscheinlich werde ich dich für immer lieben. Ja, weil 17 Jahre sind keine kurze Zeit. Und wenn du das irgendwann begriffen hast, was du getan hast, oder was du nicht getan hast, dann kommst du vielleicht bei mir und lebst bei mir auf der Ranch. Nur jetzt kannst du nicht mehr die Nummer 1 sein, jetzt mache ich dich zur Nummer 2, wenn du das magst. Weil meine Freundin, die macht die Scheiße komplett mit mir mit. So. Der Mann hat nicht viele Aufgaben. Solange der Mann ein Mann ist, ja, und seine Frau beschützt und beteiligt, im schlimmsten Falle, und das Geld nach Hause bringt, ja, zumindest mal, ich sag mal so, dass er zumindest mal 2/3 von allem stemmt, ne, dann ist das okay. Weil eure Emanzipation kann man euch sowieso großartig nicht mehr nehmen, ja. An alle Frauen, an die ich denke und über die ich jeden Tag etwas loslasse, ja? Christina, ich liebe dich, ich will mit dir ein Kind. Sandra, du kannst gerne hierher kommen, mit dir will ich einmal nur geilen Sex haben. Wen habe ich noch im Haus? Ah, wie heißt du denn nochmal? Gamse, du sollst mich auch bitte besuchen kommen, Gamse Lowfox. Miss Low Fox und die Lara Janim Aschkim, die Lara aus Bad Nauheim, the real bad girl auf Insta. Komm doch her, Mann. Ich wollte sogar einen kleinen Gürtel oder so kaufen oder eine kleine Tasche von Designer, ne? Und mich so bei dir entschuldigen, aber du verstehst ja nicht, dass der Nino, der drauf ist, ein Hurensohn ist und der Nino, der nüchtern ist und Obst isst früh am Morgen und gleich ins Gym geht, dass er total der Charmeur ist. Ne? Mua, die Lara.